haben festgestellt, als wir vor 2 Jahren ein Kolloquium mit einigen Minderheitentheatern hier bei uns veranstaltet haben, vorbereitet eigentlich auf dieses Projekt, dass die Probleme gar nicht so weit auseinanderliegen, die die Minderheitentheater Europas haben. Sehr differenziert, sehr unterschiedlich, immer auf die Region zugeschnitten, das ist ganz klar. Aber am Ende kämpfen alle fast mit denselben Problemen. Und deswegen ist es, ich denke, ganz gut fürs Selbstbewusstsein, fürs Selbstwertgefühl, auch für die Kreativität, dass man sich ab und zu mal trifft und merkt, man ist nicht alleine mit seinen Problemen, man kann sich gegenseitig helfen. Und das Beste, und das ist ja da das Anliegen unseres Projekts, man könnte auch mal zusammen Theater spielen und würde ohne die Unterschiede, die ja da sind über Sprache und Kultur und Hintergrund und auch unterschiedliche Professionalität, dass man die nicht verwischt, sondern im Gegenteil hervorhebt, heraushebt, aber daraus was Gemeinsames macht. Das ist so ein bisschen der Traum. Theaterprojekt, eine Theaterreise, eine europäische Theaterreise mit der Zielsetzung, das Thema Minderheiten innerhalb eines theatralen Prozesses, nämlich der Odyssee, umzusetzen. Der Versuch ist es, hier Minderheitentheater zu motivieren, sich einer Station der Odyssee anzunehmen, ihre Geschichte daraus zu machen, um dann eine Vielzahl von einzelnen Geschichten dieser Stationen zu haben, die dann in einem gemeinsamen Projekt innerhalb einer Stadt der beteiligten Theater vorgestellt werden. Zielsetzung ist es, ein ganz wichtiger Moment, eben auch als Theaterreise gedacht, dass das nicht in einem jeweiligen Theater stattfindet, sondern der Ausgangspunkt und der Zielpunkt muss das Theater sein. Dazwischen muss es eine Reise geben durch die jeweilige Stadt mit verschiedensten Stationen. Und auf diese Reise sollten sich begeben Odysseus und die Zuschauer, die dann vielleicht mit einem Bus von einer Station zur anderen gefahren werden. Also ein Theatererlebnis der besonderen Art, glaube ich, mit einer ganz wichtigen Problematik, die auf die Art und Weise vielleicht transportiert werden kann. Thank you.
Also ich bin Ildiko Frank, ich bin die Intendantin der Deutschen Bühne Ungarn und komme somit aus Ungarn. Mein Name ist Maximilian Kral, ich gehöre mit zur Minderheit der Sorben und bin in Team Bautzen mit dabei. Hallo, I'm Caris. Dwi fyw Caris a dwi'n dod o Gymru ac yn siarad Cymraeg. I come from Wales and I speak Welsh. And I'm here as I work for Theatre Genedlaethol Cymru, the Welsh Language National Theatre. Hallo, ich bin Petra Rohrka. Ich komme aus Südtirol, Italien. Und wir sind somit die Minderheit Südtirol in Italien, also deutschsprachig. Und auch Ladinisch ist auch nochmal eine ganz eigene Sprache, die auch eine Minderheit ist. Wir haben ja jetzt, Südtirol ist ja jetzt eine Autonomie in Italien zum Glück, aber trotzdem eben eine Minderheit als Gesamtes gesehen im Land. Und deswegen sind wir auch hier und vertreten somit Südtirol sozusagen. Ja, also ich sehe das, also solche Treffen mag ich immer, weil es ist ja interessant, Leute zu treffen, die sich halt auch mit Minderheitentheaterproblemen auseinandersetzen. Und wir sind ja auch ähnlich und wir sind ja auch sehr verschieden. Und deswegen ist es halt immer spannend und es ist immer eine Anregung, was Neues oder Sachen aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Und so ein gemeinsames Projekt ist ja auch reizend. Ich habe das mitbekommen, mir wurde von Marlinke auch angesprochen, ob ich denn Lust hätte. Und ich die Idee ganz gut finde, weil ich halt auch im Ausland studiert habe, habe ich diesen Bezug von außen und auch diesen Blick von außen auf das Sorbische. Und mir ist halt da in der Fremde klar geworden, dass man das so beschreiben muss, dass es eine Kostbarkeit ist, die halt immer mehr in Vergessenheit gerät und ich deshalb dies hier unterstützen will. Arwel Griffith, the artistic director of Theatre Genedlaethol, came here to Bautzen 2 years ago and was part of the initial party who started to talk about ideas. So we speak a minority language in our own country, and we're very interested in how other minority theatres operate as well. We like to see if there are any similarities between us and what the differences are, and how we can research into that and how we can interact. And it helps as a minority to know of others and what they're doing and how theatre can explore these things. Und die Idee, die uns ganz spontan sofort eingefallen ist zu dem ganzen Thema Odyssees, ist ja eigentlich die, die Zuschauer vielleicht auch zu involvieren. Weil in dem Sinne, wenn die Zuschauer diese Stationen durchfahren, ist es ja so, dass sie selbst auch eine Reise machen. Und eigentlich jeder Einzelne, der da mitfährt, an sich diese Reise mitmacht. Und ob man dann das irgendwie damit verbindet, entweder mit Video oder in einer anderen Form, dass man eigentlich die Zuschauer am Anfang filmt oder wahrnimmt und sie eigentlich zum Schluss dann wieder darauf hinführt, dass sie eigentlich sehen, dass sie sich selbst auch verändert haben. Also, und jeder macht ja eigentlich auch eine Lebensreise mit Höhen und Tiefen und allem drum und dran. Also dass man das auch irgendwie auf die Zuschauer vielleicht zum Schluss ummünzt, fanden wir so ganz spannend an sich. Also so als Grundidee nur mal. Ja, ja, also was für uns ganz interessant sein könnte, ist, dass die Ungarndeutschen halt nicht mehr Deutsch sprechen und diese Sache ein bisschen so szenisch zu bearbeiten, dass ja die meisten Ungarndeutschen mit deutschen Namen da und die leiten sogar ungarndeutsche Vereine und die sprechen kein Deutsch mehr und diese Sachen irgendwie ein bisschen umzusetzen. Das wäre die Grundidee. Wie das mit Odysseus zusammenkommt, das wissen wir noch nicht, aber das war die Idee, dass in unseren all den Köpfen zustande gekommen ist. Eine Idee, also einmal hatten wir die Idee, kurz angesprochen, über die Rückkehr von Odysseus, dass er zu Hause ankommt und diese fremde Heimat sieht. Und zum anderen, was wir auch beredet haben, über die Geschichte bei der Circe, als sie seine Gefolgschaft in Schweine verwandelt und sich in ihn verliebt und 7 Jahre hält, was ihn an ihr hält. Also die 2 Themen hatten wir jetzt besprochen. After this morning, I feel that we need to do quite a bit of research into the whole story of Odyssey to begin with, to see
which chapter within that is going to reflect us as a Welsh language nation, and which one will create opportunities for us. It's a chance for us to explore who else we'd like to work with in Wales, what sort of other artists we'd like to bring into the project. It's a really interesting concept of taking people round in one area to see all the different parts and see what everybody's got to say, and it'd be interesting to see how different those voices will be.